einen guten Jahresabschluss hinlegen. Das ist das Ziel von Joachim Löw und der deutschen Nationalmannschaft. Unser Reporter Uli Köhler ist für uns in Leipzig. Da findet aktuell das Abschlusstraining statt. Uli, da sind einige Spieler auf dem Rasen und dich haben wir jetzt auch im Bild. Das ist schön. Erzähl mal, da sind diesmal ein paar mehr als nur 7 Feldspieler und ein Torwart, oder? Jetzt sind sie alle da, damit sie morgen auch dann wirklich zur Elft auflaufen können. Wir schauen natürlich auch gleich mal drauf auf diese Mannschaft. Die sind auch gerade reingekommen, fangen hier an in Leipzig jetzt im Stadion. Und es gibt ja einiges zu diskutieren. Vor allen Dingen ist es ja so, dass die eine oder andere nicht nur abgesagt hat, sondern es gibt auch Wehwehchen im Moment. Also Spieler, die nicht einsatzfähig sind, wie Henrichs, wie Gosens. Und das ist natürlich schon relativ schwierig, gerade auf das Spiel, wenn man das jetzt aufs nächste geht. Morgen natürlich gegen Tschechien. Also da alle die laufen können, dürfen quasi ran. Mhm. Niklas Stark ja auch angeschlagen, der noch einer von den dreien, die ausfallen. Aber was du jetzt da so auf dem Trainingsplatz siehst, also zumindest die Jungs, die du da erkennen kannst, macht das denn schon mal Mut eigentlich für den Test morgen gegen Tschechien? Also es ist nur ein Test, es bleibt dabei und es wird wie beim Türkei-Länderspiel vor einem Monat sein. Das wird ein Test werden, aber man sollte das Ergebnis nicht überbewerten. Und was man auf gar keinen Fall überbewerten darf, ist natürlich die Art zu spielen. Das sind junge Burschen dabei, du hast es ja gesehen und wir haben es auch in dem Filmbeitrag gesehen. 3, die zum ersten Mal bei der Nationalmannschaft hierher kommen und die haben quasi jetzt im Moment die erste wirkliche Trainingseinheit, weil gestern, das war quasi... Ja, Bewegung mit Ball. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Da waren gerade mal 7 Feldspieler und ein Torwart da, die dann auf dem Trainingsplatz von RB Leipzig ein bisschen geübt haben. Die anderen waren alle im Hotel und haben natürlich ihre Einheiten gemacht, die aber nur der Pflege im Prinzip gedient haben und so ein bisschen aktive Erholung quasi. Warum? Weil der Spielplan pickepacke voll ist. Nicht zuletzt deshalb sind auch so viele Spieler verletzt. Aber du hast ja schon angesprochen, das könnte dann auch sein, dass sich zumindest 2 der 3, die da neu dazugekommen sind, von Anfang an zeigen dürfen. Und das wäre mal was. Also die Möglichkeit haben Felix Udokai, Riedle Baku und Philipp Max. Mal sehen, wen wir von den 3 schon vielleicht morgen auf dem Platz sehen. Uli, wir diskutieren und kritisieren natürlich in letzter Zeit extrem die Mannschaft von Jogi Löw. Aber klar ist ja auch dieser enge Terminplan. Ihm sind da gefühlt irgendwie die Hände gebunden. Du sagst es, er muss da irgendwie mit 3 Neuen klarkommen, sie am liebsten schon reinwerfen und mal spielen lassen. Inwiefern kannst du aber auch nachvollziehen, dass da die Leitung beim DFB, auch Oliver Bierhoff, irgendwie sagt, gebt uns mal Zeit, wir sind noch mitten im Umbruch. Natürlich, das muss man immer beherzigen, aber um gleich mal auf die Eingangsfrage raufzugehen, wenn sie jetzt zu laufen anfangen, aufgrund der vielen Verletzungen, gerade auf der linken Seite, da ist Halstenberg verletzt, Gosens ist nicht einsatzfähig, rechts ist Klostermann ja noch in der Reha, der kommt länger nicht zurück, Henrichs hat sich abgemeldet auch, der ist hier mit dabei, kann nicht spielen. Das könnte sein, dass dann Riedle Baku, also dieser Überraschungsmann, von dem viele Fans sicher mal nicht mal den Namen gekannt haben, dass der auflaufen darf von Anfang an. Und Lix, da bin ich mir auch sicher, Philipp Max, der hier schon neben Felix Udokai läuft. Also das sieht man schon, die Jungen haben sich da schon zusammengetan. Also dass die dann zusammen auflaufen dürfen und in dieser Fünferkette die beiden Außenpositionen besetzen. Warum Riedle Baku? Das ist natürlich... derjenige, der diese Position am besten kennt. Ich habe vorher noch überlegt, wer könnte das eigentlich bei diesen Spielern, die hier jetzt dabei sind und fit sind, noch machen? Bin ich auf Amiri gekommen, aber so weit hinten hat er nicht gespielt. Das ist zwar ein Spieler, der normal alles spielen kann, außer Torwart, aber ich weiß nicht, ob der Bundestrainer ihn dann auf der rechten Abwehrseite bzw. auf der rechten Außenposition in der Fünferkette einsetzen will. Deshalb tendiere ich jetzt mal zu Riedle Baku. Und ansonsten gilt
das, was Oliver Bierhoff gesagt hat. Also ich kann die Kritik an der Nationalmannschaft eigentlich nicht so nachvollziehen, denn sie hat sehr gut gespielt, hat ein Spiel verloren gegen Holland. Nur jetzt in diesem Jahr, da hat es nicht so geklappt mit den Ergebnissen, auch nur unentschieden, allerdings in der 97. Minute Ausgleich gegen Spanien. Das ist jetzt mal nicht so schlecht, wenn man dann bedenkt, dass da wirklich lauter junge Kerle noch da sind. Auch das Unentschieden gegen die Schweiz war natürlich überflüssig. Aber insgesamt sind die Jungen auf dem besten Weg und vor allem können die auch nichts dafür, dass bei der WM in Russland alles versemmelt wurde. Da waren die meisten gar nicht dabei. Also ich glaube, der Bundestrainer ist da auf einem guten Weg. Es hängt so ein bisschen zusammen mit der Gesamtwahrnehmung der Nationalmannschaft. Da hängt es beim DFB, die in der Kommunikation viele Fehler gemacht haben in der letzten Zeit, hängt natürlich wie immer an der alten Diskussion, die Eintrittspreise, wenn denn Zuschauer wieder reinkommen können, müssen natürlich runter, sonst macht das alles keinen Sinn. Da gibt's auch, die Anstoßzeiten sind ein weiteres Thema. Also es gibt viel zu arbeiten am Image der Nationalmannschaft, aber die Spieler, die jetzt hier im Moment auf dem Platz sind, die sind jung, die sind dynamisch und die sind ja auch gemocht von allen. Also ich glaube, die Fußballfans in Deutschland haben selten so eine sympathische Nationalmannschaft gehabt wie die hier. Die können absolut nichts dafür, dass die WM in den Sand gesetzt wurde. Und darum, glaube ich, sind die schon dann auf dem richtigen Weg. Man muss halt ein bisschen Zeit geben. Und gerade in der jetzigen Zeit ist es ja echt schwierig, sich irgendwie einzuspielen. Ich habe es vorher schon besprochen. Wie soll man das machen, dass die morgen ein vernünftiges System auch spielen können, ohne jemals miteinander trainiert zu haben. Also das schaffen selbst die höchsten und größten Talente in Deutschland nicht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Uli Köhler für uns in Leipzig. Es ist eine neue Mannschaft, eine Mannschaft mit jungen Gesichtern, mit jungen Talenten, die Bock hat auf Nationalmannschaft. Und das ist doch erstmal das Wichtigste. Danke, Uli, für den Moment. Du bist dann auch noch Herr Teil bei unserem DFB-Spezial um 18 Uhr. Reporter Marc Behrenbeck dann hier bei uns vor Ort. Sylvie Walker wird das Ganze moderieren. Also bleiben Sie gerne bei uns.